Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Zoo Tycoon. Heute haben wir einen Toilettennotfall. Die Besucher wollen gerne eine haben. Was genau ist dann hier das Problem? Ihr habt keine Toilette? Habe ich euch nicht eine hingebaut? Also wenn ihr so auf Nummer sicher gehen wollt, dann werde ich euch mal sagen, ich baue euch mal einfach mal hier eine zur Sicherheit hin. Toiletten braucht man immer mehr als nur eine. Falsch. Toiletten braucht man mehr als nur eine, denke ich. Denn man weiß nie, wann eine Toilette besetzt ist. So. Diese Toilette verbinden wir noch mit Wegen. Ah, oh, das wird aber ein langer Weg nach Hause. Die Besucher können die Toiletten jetzt erreichen. Die Giraffen sind zufrieden. Das Outback ist auch zufrieden. Sie haben alle ihre Kängurus. Ja, aber jetzt nur zwei Kängurus. Kann das sein? Nicht das Männchen vorlesen? Einfach mal nachgucken. Einfach mal nachgucken. Ansehen. Wir haben hier Clover. Dazu haben wir Andy. Wir haben Andy und Clover. Und ich denke, dass wir uns noch ein zweites Weibchen dazu holen. Und zwar von den Antilopen-Kängurus. Autumn. Und wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass sich Steve einfach perfekt in sein neues Zuhause eingefügt hat. Wir freuen uns für Steve. Wir freuen uns für die Kängurus, dass sie nun zu dritt sind und nicht mehr zu zweit. Ich weiß zwar nicht, warum die Antilopen-Kängurus heißen, aber ja, so sind sie halt. Die kleinen Hüpfer. So. Wir haben jetzt nämlich 27.000 Piepen, haben das schon von neues. Was ist mit euch schon wieder los? Ach, die Habitatzufriedenheit. Was ist mit der Habitatzufriedenheit los? Ich habe das Wettbewerb nicht bekommen. Breitschnauzenkeimhahn wollen die haben. Schnauzenkeimer. Apropos, ich war doch vorhin im Zoo-Eingang. Stimmt's? Der ist da drüben. Und wir haben doch vorhin die Tiere gesehen. Sagen wir mal, wir suchen jetzt einen Breitschnauzenkeimer an. Und zwar hier. Der Breitschnauzenkaiman ist eine Krokodil, die in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay lebt. Mindestgröße 2 Tiere. Gefährdungsstatus nicht gefährdet. Diese Art kommt nur in Südamerika vor. Tropenteich. Diese Art kommt hier ziemlich häufig vor. Die Besucher mögen sie, werden sie aber nicht beeindruckt sein. Aber wieso denn? Die wollten es trotzdem haben. Also werde ich hier jetzt so einen Kaiman holen. Tropenteich, Tropenteich, Tropenteich. Hier, Tropen. Ich bin falsch. Tropenteich. Hier. Hol ich möglichst 2 davon. Erstmal verbinde ich wieder die schönen Wege. Weil das Spaß macht. Tiere. Neues Tier adoptieren. Ich will so einen Kaiman. Breitschnauzenkaiman. Studien. Ich habe so ein Nein gedrückt. Aber Breitschnauzenkaimane gehen schnell. Dann haben wir den ersten Krokodil.
So, wen haben wir hier? Wir haben hier Rocky, Was, Mischief, Samuel und Edmund. Wie hieß seine Schlange? Ja, Hector hieß die. Hector, die Schlange von Gas. Aber wir nehmen auf jeden Fall schon mal Mischief. Ist das einzige Weibchen da? Ich nehme Rocky. Rocky gefällt mir. So, Rocky gefällt mir. Gucken wir uns die doch einfach mal zusammen an. Wo sind die? Werden die sicher bald auch verlangen, dass wir mal ein Foto von denen ballern. Dann beobachte ich die erstmal, wie sie sich verhalten. Nein, nein. Nicht die Hausmeister streiken, deine Hausmeister streiken. Sie haben die Arbeit eingestellt und der Zoo wird bald. Oh nein. Die Hausmeister streiken. Was wollten die haben? Ihr wollt eine Lohnerhöhung. Ihr habt doch momentan nicht zu arbeiten. Nehmt das. Wirklich, das kann man sich doch mal leisten. Ich hasse es, wenn der Hausmeister streiken. Eigentlich müsste ich streiken, weil ja keine Arbeit habt und trotzdem. Oh nein, ich bin ein Monster. Aber ihr arbeitet und habt dann nicht zu arbeiten. Theoretisch habt ihr dann Freizeit, wenn ihr alles voll ist. Gucken wir uns mal die. Dann das ganze Laub dann hier so rum. Somit haben. Hallo. Wie heißen Sie denn? Ich glaube, ich nenne Sie. Ratsch, 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 ratsch. Sieht genial aus. Ich nenne ihn Dieter. So, Bürgerstand. What the fuck? Die haben ja Müll. Ey, hat jemand seinen Müll liegen lassen? Bin ich hier? Okay, dann geht es jetzt mal weiter. Denken wir mal zusammen nach. Wir haben die Herausforderung Zusammlung vor uns ein paar Mal nicht geschafft. Leider. Was wollen wir jetzt machen? Aufzuchtstation kann man verbessern, denke ich mir mal. Und damit haben wir wieder ein Level Up. Bitte sehr. Wir haben den Schwarzbauch-Agouti, den Trauerwaran, die Netzpython, den Zimtbär, die Neuholland-Eule, das kleine Tundra, den trockenen Felsen, das kleine Bergland,
das Spielzeug, standardisierte Versorgungskonstruktion, industrielle Dekoration, der mit dem Löwen tanzt, günstigere Konstruktion, Hausmeisterbüros der Stufe 3, Waschstation der Stufe 3, Dekoration der Stufe 3, Zoowärter, Stufungen und das Internet. Wie geil ist das denn? Wir haben das Internet gefunden. Yeah. So. Bisher haben wir das Internet. Jetzt haben wir das Internet für uns entdeckt. Und was wir eigentlich schon im letzten Part machen wollten, zusammen mit dem. Warte, welche Medien haben wir uns? Wir wollten nämlich Werbung machen. Print. Das machen wir mal Printwerbung. Für. Warum nicht? Wir starten diese Werbekampagne und bekommen dann. Ja, mehr. Derweil basteln wir Reklametafeln. Oh, sehr schön. Sehr schön mit den Reklametafeln. Irgendwann gehen wir auch zum Thema na ihr Studien. Seid ihr mal bald fertig? Hä? Was auch immer. Macht mal 10 Sekunden mehr. Machen auch 10 Sekunden nichts aus. Man sagt zwar mal, Zeit ist Geld, aber für die Forschung dann mehr Geld einheimsen zu können, dafür muss die Zeit dann herhalten. Ich war Bürgerstand. Dann haben wir auch mal den Bürgerstand verbessert. Getränkeautomat. Reparieren. 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 So, was haben wir denn zu Werbezentral? Mittel. Bla bla. Reparieren. 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 Finde ich irgendwie komisch. So Dekoration reparieren muss. Naja. Was ist das? Das sind die Besucher. Ja, hier kann man nämlich gucken, wo die ganzen Tiere leben. Tropenfelsen zum Beispiel. Bum, 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 bum. Somit hat man immer einen Zublick zu seinen Tierchen. Irgendwas ist hier. Wollten ja immer. Au, okay. Ich hab keine Ahnung. Ich lasse es einfach im Gras stehen. Keine Ahnung, was das sein soll, aber. Sicher mit der vorigen Herausforderung zu tun. Wie, da fliegt ein Papagei. Das wird ja ewig dauern. Okay. Was haben wir denn hier?
Steve wurde mit dem Partner gesichtet. Ah, die sagen mir auch nie Bescheid. 5 von Dingern. Der ja immer Sponsor. Ah, ich soll schon wieder ein Tier auswildern. Wieder Abschied von der Giraffe nehmen oder wie? Hallo, wer seid ihr? Also ich gucke euch erstmal an. Maisie. Bertie ist halbwegs zufrieden. Warum ist der schon wieder nicht zufrieden? Bist du behindert? Warum bist du nicht zufrieden damit? Du bist ein Junge. Beziehungsweise du hast Sozialbedürfnis. Nein. Geht das nicht? Was hat das Gier in Hawaii? Was hat die Giraffe für ein Problem damit? Ernsthaft? Du bist nicht normal. Du machst dich nass, außerdem nass. Ich finde es gut, wenn du dich nass machst. Körperhygiene ist wichtig, aber ich weiß nicht, warum du nicht zufrieden bist. Das sagen die Mädchen. Die Mädchen sagen, sie sind auch nicht mit dem Habitat zufrieden, aber sie sind sie. Zacke, bin ich jetzt so klein. Wenn die nicht mit dem Habitat zufrieden sind, obwohl sie zur Savanne gehören, dann ist das einfach zu klein. Sie müssen auch mal umziehen. Irgendwann mal. Vielleicht auch heute. Aber wisst ihr was? Heute ist dein Glückstag. Perky, du wirst genauso wie Steve den Zoo heute verlassen. Leb wohl. Ja klar, kaum hat Steve eine Partnerin, hängt er mit Menschen rum. Seine Partnerin ist ein Mensch. Ich kapier's nicht. Echt nicht. Die brauchen noch mehr Platz. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie noch mehr Platz brauchen. Ja. Die brauchen noch ein Magazinfoto. Was für ein Magazinfoto? Rußfalke, Rußfalke, Rußfalke. Wo ist mein Rußfalke? Wo ist mein Rußfalke? Das ist mein Kaiman. Rußfalke war irgendwo hier am Anfang. Leb wohl. Transvaal-Region. Fall bloß nicht den Transvaal-Löwen zum Opfer. Wo haben wir den Rußfalken? Rußfalke, Rußfalke, Rußfalke. Also, das. Ja, ich glaube, das ist er. Wir wollen ein Foto von denen haben. Na dann mal los. So, warte. Ich will warten nicht. Ich will da hingehen. Das ist ein Rußfalke. Hoffe ich zumindest. Hi. Oh, der fliegt weg.
Ja, das ist, denke ich mal, diese Rußfalte, in den sie alle reden. Steven, hör auf Mirusu zu spielen. Ich meine, hör auf Call of Duty zu spielen. Echt was? Fotografieren wir jetzt so. Ja, sehr schön. Das ist das beste Bild von allen. Das Magazin ist begeistert von meiner einzigartigen Falkenaktion und stattet mich mit Geld aus. Nach Ablauf der Zeit kann man diesen Dings gewinnen. Ich will aber gerne mal wissen, was die Besucher haben. Habt ihr Probleme? Ping. Ja. Nein. Ja, nur der ist nicht zufrieden. Was ist denn mit dir los? Rosa. Hier sind sie alle zufrieden, nur der ja nicht. Zwei Besucher sind nicht zufrieden. Hat der Deutsche jetzt ist grün. Ich glaube, ich habe gute Chancen zu gewinnen. Die nächsten Minuten. So. Also wir haben ja das die Savanne erobert, stimmt's? Da kaufen wir so ein Riesengehege. Bam! Und wir haben nächstes Level erreicht. Wir sind Level 11. Diesmal haben wir den mittelamerikanischen Boomer, der brasilianische Glattnatter, den rosa Flamingo, das mittelamerikanische Agouti, die Weißschwanzmanguste, das große Tropengehege, Freizeitzentrum Bunte Rassel und Giraffenvorschnitt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Tiere sind überall. Auf der Welt, das sind überall Tiere. Das Wort Allergien ist ihnen noch unbekannt. Alles klar. Ich denke, damit hätten wir es. Haben wir uns eigentlich jemals schon mal seitdem... Steve, wieso machst du mit der Nachwuchs und nicht mit deinen anderen ehemaligen... Ach, wisst ihr was? Ich richte es einfach ein und halt meine Klappe. Der Fall habe ich mir selber zu verschulden. Denn ich habe sie von Anfang an von ein Gehege eingesetzt. Schnitzte Kroko verschmuschen. Futtergerippe. Extras. Extra Blatt. Wir wollen alle Spielzeug. Freizeitzentren. Ihr bekommt ein Freizeitzentrum. Ich glaube, das ist einfach das beste Gehege, in das Giraffen leben können. Echt jetzt. Oh, da fliegen Sittiche. Rollende Steine, alles klar. Brauchen die dann eigentlich noch Interaktion? Ich gebe ihnen trotzdem noch ein Füttern. Mache ich das mal zurück und mache ich mal so eine Dekoration. Was wollten ihr Schönes haben? Das ist ein Stiel. Das ist aber ein Stiel. Was das auch immer ist. Macht das mal hin. Gefällt euch sicher. SOS oder so, besser gesagt.
So, neue Herausforderung. Zier Zufriedenheit. Dankeschön. Gib mal her. Die Besucher machen sich Sorgen, weil Capgras Maze nicht besonders zufrieden zu sein scheint. Erhöhe die Zufriedenheit des Tieres im grünen Bereich, um die Besucherzufriedenheit zu verbessern. Werde ich gleich machen. Wo seid ihr hier? Also erstmal die ganze Kacke hier weggemacht. Und jetzt verschieben. Nee, nicht das verschieben. Fast hätten wir es falsch gemacht. Tiere ansehen. Berti. Komm, Berti. Du ziehst. Er zieht wieder um. Was? Und wenn ihr umgezogen seid, dann seid ihr jetzt hier drüben. Seht euch das einfach mal selber an. Und sagt mir dann, wie es euch gefällt, okay? Fliegen die ganzen Vögel hier durch die Gegend. Ich finde das so geil. Ich meine, ihr kennt ja sicher noch die Ambiente aus dem Zoo Tycoon 2, oder? Seither haben die sich noch weiterentwickelt. Da kommt der Helikopter! Der Helikopter hat den ersten abgeholt. Das heißt, sie müssen jetzt hierher kommen. Dann haben sie eine große Savanne und können auch gleichzeitig. Ah ja, da kommen sie. Number one! Von denen, die noch übrig sind, sind zwei Giraffen jetzt hier angekommen. Und dann kommt die nächste. Maisie, du wirst abgeholt. Maisie ist nur für kurze Zeit einsam. Jungs. Das ist doch normal. Siehst du, Maisie? Boah, das ist jetzt so schlimm. Du wirst nicht vereinsamt sterben. Und weißt du was? Dafür, dass du jetzt so brav warst, bekommst du einen neuen Freund. Du bekommst einen neuen Freund. Und zwar bekommst du eine Giraffe namens Kapgiraffe. Nee, Jason. Du bekommst deine Giraffe namens Doris. Willkommen, Doris. Jetzt könnt ihr auch so oft sozial interagieren, wie ihr wollt. Ihr braucht keine Sorgen mehr haben, dass das Gehege zu klein für euch ist. Verstanden. Hier könnt ihr auf ewig leben. Ihr könnt ja auch, und wenn ihr den Zoo verlasst, verlasst ihr den Zoo. Aber eure zukünftigen Generationen werden in diesem Riesengehege geboren werden. Das ist doch ein schönes Happy End. Ja. Ich mag die Giraffen hier in dem Spiel. So. Und wie immer, ihr habt die Reise überstanden. Also, du hast die Reise überstanden. Und weil du jetzt eine wunderschöne Kuh bist, bist du die Kuh. Bist du die Kuh? Du kommst auf jeden Fall jetzt zu mir rein. Und während du zu mir rankommst, sage ich dir jetzt mal, was willst denn du Schönes haben?
Willkommen bei Trago Agamikus Früchtebar. Was wollen Sie? Naja, es sieht alles so schön lecker aus. Ich glaube, ich will lieber sowas. Meinst du sowas? Ja, genau. Sowas will ich haben. Na dann. Hier, bitteschön. Oh, danke. Das ist die Belohnung dafür, dass du den Umzug bestanden hast. Ja, es schmeckt gut. Das ist wie der Kerl. Muss dich erstmal füttern. Und was willst du noch als Nachschlag? So was? Was ist das? Aber ja, es sieht gut aus. Dann hier, bitteschön. Danke. Ich mag dieses Tier. Ich muss sagen, es schmeckt genauso gut. Danke, dass du mir geholfen hast. Okay. Also, jetzt haben wir wieder zwei neue Dinger hier. Wir haben einen Tierfotograf. Eine örtliche Zeitung mit dem Artikel von einem Tier. Antilopen, Känguru. Nehmen gutes Foto und Druckqualität auf. Ja, weißt du, ich zücke jetzt mein Nokia 360 mit etwa 0,1 Megapixel und mache jetzt so eine voll die pixelige Aufnahme von so einem Antilopenkänguru, ja weißt du. Verkleinere die dann noch und mache das dann in einem Dings, wo man dann sowieso nichts mehr erkennt. Und ja, das war Sarkasmus. Das ist keine Druckqualität. Das vermischt sich mit dem ganzen Zeug. Was ist mit euch? Wir laufen ja weg. Das sieht niedlich aus, das nehme ich. Nein, die kämpfen. Geil. Dann kämpfen die einfach. Och Mann, ich glaube, ich habe Steve zu verweichlicht. Der hängt nur mit Menschen rum. Du bist ein Tier, verdammt. Genauso wie deine anderen Giraffenartgenossen. Du bist kein Mensch. So, nachdem wir hier wieder mal wieder was Schönes erreicht haben. Und nachdem dieses Gehege leer steht und ich nicht weiß, was ich damit machen soll, habe ich mir gedacht, dass sowieso ein Savannengehege ist, werden wir das mal ein bisschen umdekorieren. Und zwar mit folgendem: Tierpflege. Das da ersetzen wir durch Fleisch. Ja, Mann. Ansonsten ist alles noch genauso. Abgesehen davon, dass ich hier in der Tierpflege jetzt das Regendings hat schon, oder? Was? Fleisch, Regen, ja, Regendings hat schon, okay. Dann werde ich nämlich folgendes machen, und zwar Bonbon. Spiel Extras bauen, Kratzbäume. Bekommt ihr so ein mit. Ja, bekommt so eine Schnitzerei. Die ist schön. So. Und was wir dann hier für. Wir sind nicht zufrieden, ist hier drin. Naja, das sinkt jetzt runter, weil wir eine neue Herausforderung haben. Was? Ich habe das nicht mal richtig gelesen. Wiederkehr.
Klappgiraffe Perky wurde hier in die Freiheit entlassen und ist krank geworden. Das Tier muss wieder aufgepäppelt werden. Oh. Perky, warum machst du das? Du weißt doch, dass ich dich nicht aufnehmen kann. So. Noch Magazinfoto. Nee. Wir haben einen Returner. Und das erste Mal gibt es ein Tier, das nicht für die Wildnis geeignet ist. Perky, sie ist krank geworden. Du warst unzufrieden, als du gegangen bist, nicht wahr? Bist du so allein gewesen? Du hast überhaupt keine Härte gefunden, meine Süße. Echt mal. Du bist verwahrlost. Muss ich dir aber auch mal sagen, dass ich jetzt einfach mal mit diesem Ding kommen soll, ja? Warte mal. Gucken wir mal nach. Ja. Wiederkehrer. Illness-Erkrankung. Also gibt es bei Perky einen Returner. Oh, das ist irgendwie geil. Da haben sie die einfach in das Reservat gebracht und als sie krank wurde, ist sie zurück im Zoo gekommen. Das Trago Agamicus Zoo Tycoon Wiki. Freigelassenes Pokémon Perky. Perky ist eine Giraffe, die von Trago Agamicus am 20.11. adoptiert wurde. Sie war schon immer eine sehr empfindliche Kuh, wurde sehr schnell krank und war auch sehr unzufrieden mit ihren Gehegeeigenschaften. Eines Tages wurde Perky aber allerdings freigelassen. Schweren Herzens musste sie sich verabschieden. Man weiß nicht genau, was passiert ist, aber plötzlich wurde Perky in der Freiheit krank. Sie kehrte als einzige Giraffe, die in die Wildnis entlassen wurde, wieder ins Zoo zurück. Ich hoffe, die haut sich jetzt wirklich. Kann sie gleich wieder freilassen. Louis Turner! Wieso returnst du einfach in ihn? Ich hätte es nicht machen dürfen. Das lehrt mir aber, dass man das nicht machen darf. Einfach mal so eine Giraffe freilassen, die, von der man nicht mal weiß, ob die gesund ist. Man kann sie das freilassen. Aber es ist nicht zu empfehlen. Ich will mal meine kleine Giraffe sprechen. Bevor wir den Part beenden. Giraffe, ich will mit dir reden. Wo ist denn das Ding? Ja, so. Ja, so, denke ich mal. Hoffe ich. So. Sind wir jetzt hier? Genau, Perky. Perky. Ja, Herr Perky. Perky! Perky! Bist du das? Nein, du bist es nicht. Ein kleiner Moment, bitte. Ja, Herr Perky! Ja, Herr!
Komm her. Komm her, Kleine. Du wirst dich wieder erholen. Ich muss mich um eine Giraffe kümmern, weiß ich nicht. Ich muss mich um eine Giraffe kümmern, die hat zurzeit viel mehr zu tun als irgendeine Magazin. Ist das klar? Da kann ich auch nicht einfach sagen, nee, das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht mich aufhören, um die kranke Giraffe zu kümmern. Medizin. Na komm her, du. Bekommst Obst. Obst ist das beste. Ist das beste Medikament. Wie kannst du, Perky, wie kannst du in der Wildnis sein? Und gleichzeitig das Verhalten von Wildgiraffen in Rekordschnelle erlernen. Kannst du mir diese Logik mal erklären? Hä? Ich kapiere das jetzt wirklich nicht. Ihr frisst das. Die Vitamine wirst du brauchen, um wieder gesund zu werden. Du bist doch. Das ist doch die, oder? Jetzt muss ich mal ernsthaft nachgucken. Die kacken schon wieder zu viel. Halt! Das ist doch nicht wahr. Ich will das nicht. Ey, du bist wirklich die. Die haben mir gerade gesagt, du hättest das alles in Rekordzeit gelernt. Dabei bist du schon wieder im Gehege. Haben die wohl nicht errafft, war. Keine Sorge. Wir werden uns irgendwie um dich kümmern. Können wir das machen? Hier Kap Giraffen. Ich halt irgendwie beknattert, wisst ihr das? Ich will mich einfach nur um diese Giraffe kümmern. Ist das nicht die erste Liebe? Das ist nicht der erste. Hey, wo ist denn der, den ich hatte? Da habe ich irgendwo im Gras, oder? War doch irgendwo im Gras hier. Oh, es hat sich schon von selbst ergeben. Die Süße hat sich wieder von ihrer Krankheit erholt. Na gut. Dann gehen wir mal zu ihr und checken, was bei ihr alles gut ist. Du kannst es hier wieder... Nö, jetzt nicht. So wird er aber nicht mehr. Ausgerechnet jetzt, ja. Also gut, dann schauen wir uns mal unsere schöne Giraffe an. Perky, wie geht's dir? Zeig dich mal. Du hast dich wieder von der Krankheit erholt.
Dazu siehst du jetzt noch wieder wunderschön aus. Es ist zwar wie ein holpriger Start, aber willst du es nochmal versuchen? Vielleicht triffst du ja Steve. Sie trifft sicher Steve, wenn sie jetzt wieder in die Freiheit entlassen wird. Na gut. Na dann. Wünsche ich dir jetzt... du bist gar nicht Perky, oder? Doch, bist du. Okay. So wie es aussieht, ist jetzt wirklich... Du bist überhaupt nicht Perky. Du wirfst einfach nur eine Haltestelle rum. Das ist ja. Na dann, wird es wohl jetzt mal wirklich Zeit, Lebewohl zu sagen. Grüß die von mir, wenn du von ihnen hörst. Ja, deine anderen Giraffenfreunde werden es sicher gut haben. Also, vielleicht sieht man sich doch irgendwann mal wieder. Eines Tages. Leb wohl! Perky ist am Freilassungsort südafrikanische Transvaal-Region eingetroffen. Und somit beende ich den Part für heute. Wieder einer in Überlänge. Irgendwie wird er immer länger, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß gehabt. Beim nächsten Mal werden wir wirklich mal sehen, was wir alles für schöne Tiere uns wieder kaufen können. Ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt kleine Tiere, großer Spaß. Tierkinder entdecken die Welt. Nee, warte mal, das wird der falsche Slogan. Ich meinte Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection mit unseren Giraffen. Und unserem Mustergiraffen Steve, der zwar mit Menschen abhängt, aber trotzdem irgendwie einige Partnerinnen hat in Sachen Giraffen. Also bis dann und tschüss!